Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Final Fantasy 7, dem Remake, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, es geht hier sofort weiter. Ich liebe es einfach. Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Ich liebe es einfach. Alter, vor Coolness. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Das sind die Sachen, die Frau hören will. Cloud, du denkst zu viel. Weniger denken, ihr lieben Frauen. Aber ganz unrecht hat er nicht. Das ist leider öfters ein Problem bei Frauen. Dass sie zu viel denken. Hey, seht mal. Wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Apropos. Materia. Okay, Ifrit ist gar keine so schlichte Wahl, wie es scheint. Die macht echt tiefer recht stark. Wie sieht's bei dir aus? Dann geht deine TP runter. Aber deine Magie würde weiter hochgehen. Auch die TP würden krass runtergehen. Wir haben nur den Schockschuss drüber dich komplett gelernt. Lassen wir trotzdem vor erstmal so. Gucken mal hier bei Tiefer, ob irgendwas da ist. Nein. Und bei Cloud haben wir auch noch nichts Neues, ne? Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich das komplett vergessen hatte im LP. Das erklärt eigentlich so einiges, glaube ich. Ein Schwert fertig. Haben wir auch noch nie was ausgegeben, wie es scheint, an Waffenmodifikation. Gott. Ja gut. Und das ist, Leute, wenn man LPs aufnimmt und zu lange Pausen macht, dann weiß man schon nicht mehr, was man noch mehr alles machen kann.
Ah, ist das schön. Wenn man plötzlich seine Charaktere einfach stärker machen kann. Weil man wirklich Sachen vergessen hat. Oh Gott. Das erklärt mir so vieles, ne? Weil ich hatte echt bei manchen Kämpfen jetzt schon richtig krasse Probleme, fand ich. Dem ich das damals nicht hatte. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, schon mega verwirrt. Jetzt weiß ich wieso, weil ich die verdammten Waffen nicht aufgewertet hatte. Oh, ist das so schlecht von mir, ne? Gott, das regt mich gerade so auf. Ach ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon viel, viel, viel stärker. Ich will nur mal nicht behaupten, übertrieben stark. Aber um so einiges. Ja, jetzt macht auch hier das Schwert wieder viel mehr Schaden. Und Barrett kann auch eine Materia tragen, was auch schon viel ausmacht. Wir müssen hier lang, ne? Jo, müssen wir. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst bei Gelegenheit die Flucht ergriffen. Ich sollte Barrett spielen. Ganz vergessen. Ich muss ja noch das Ding aufwerten. Hier, ein Schubschuss. Das war's dann wohl. Schade. Tifa läuft schon mal vor. Nur noch ein Stück. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Weckt nicht nur Erinnerung tiefer. Er riecht auch wunderbar. Das ist nämlich mein Eau de Toilette.
Deswegen weg der Erinnerung bei dir, meine Süße. So. Läppisch. Okay, wir machen einfach alle zu viel Schaden jetzt. So, Barrett hat den Schockschuss jetzt gelernt. Barrett kann hier nochmal mit aufwerten. Das tun wir auch sofort dann. Und hier kann man ja auch noch was aufwerten. Tun wir auch sofort. Jetzt, wo wir es wissen, ne? Ist besser, wir gucken öfters da rein. So. Okay. Der Schaden an sich ging runter, aber der riss alles hoch. Also, das ist ein kleines Übel. Würde ich jetzt mal sagen. Danke. Und noch ein Heiltrank. Und easy. Easy win. Achtung! Oh, auf was? Mit Laserverstärkung. Die knüpfe ich dir vor. Das mit der Elementaraffinität, das bräuchte ich. Eigentlich hätte ich, glaube ich, mehr davon wie Barrett. Komm schon, Cloud. Irgendwie glaube ich, können wir schneller spüren als Super oder so. Aber gut, soll mir recht sein.
Ja, also der Kampf lief ja schon viel, viel besser als die letzten größeren Kämpfe, sagen wir es mal so. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Ja, und das macht die Sache schon ein bisschen verdächtig, oder, Leute? Das Marco sieht schon cool aus, ne? Cool animiert und alles. Oh nein, Kopfschmerzen wieder. Sephiroth, Soldaten, Marco, Shinra, sie alle. Ich hasse sie alle. Klar? Oh. Tifa. Hm? Ja. Nicht alles klar, glaube ich, bei uns. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Gut, Barrett. Dann tun wir das. Ich will aber die Tür benutzen. Hey, Moment! Warte! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige... Mach schon, mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1... reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Genie streit ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an der Statuierung. Ja. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Hä? Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen.
Und los geht's. Bin auch kein Fan von denen hier. Aber... sehr anstrengend Feuer. Und ja. Eindringlinge sofort festnehmen. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ich wiederhole. Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Und zur Kommandobrücke abführen. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Eine Order. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen. Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Aber ja, damit. Mache ich hier wieder den Schnitt vom EP. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.